herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Texas mit Kalle und Frederik. Ja, wir waren auf der IFA in Berlin. Und Kalle, was meinst du? Fazit, ich bin durchaus positiv überrascht gewesen. Prost erstmal heute. Ja, genau. Traugott Simon. Traugott Simon Radler. Wir müssen ein bisschen sparen. Ja, nach der IFA, unser Budget ist aufgebraucht. Und jetzt gibt es halt nur noch ein günstiges Traugott Simon. Ja. Aber richtige Prioritäten, denn IFA war wirklich cool. Also es hat wirklich bei uns auch alles gepasst von Anreise. Wir waren nur einen Tag da. War eigentlich alles ganz cool. Ne? War super, mir super gefallen. Auch von der ganzen Aufmachung her. Gut, es gab natürlich Hallen, die ein bisschen interessanter waren und manche Sachen jetzt nicht so interessiert haben. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, kann man sagen, es gab zwei Schwerpunkte auf der IFA. Fernsehgeräte, besonders im Bereich 3D. Und was sagst du dazu, 3D-Fernseher? Oh, das habe ich jetzt, glaube ich, auf der dritten Messe oder so gesehen. Ja? Letztes Jahr Cebit und dann schon mal irgendwo. Dieses Jahr Cebit sogar, stimmt. Okay, es kommt. Ja, ich weiß, dass es kommt. Irgendwie in ein, zwei Jahren ist das in jedem Gerät vorhanden und irgendwann wird es auch Inhalte geben, aber ja. Ich finde, das ist noch nicht ausgereift irgendwie. Setzt sich doch keiner mit so einer Brille vor den Fernseher, um Inhalte zu gucken, die es eigentlich noch gar nicht gibt. Ja, ich glaube, es mit der Brille, ich weiß nicht, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute das machen, aber warum soll ich mir das jetzt kaufen? Ich zahle jetzt einen Tausender drauf, plus noch, weiß ich, 50 Euro für eine Brille. Nee, kriegst du nicht mal für die Aktiven, sind teurer, glaube ich. Boah. Naja, aber jetzt mal Butter bei die Fische. Aber trotzdem war in jeder Halle ein 3D-Fernseher, ne? Ja, jeder große Hersteller hat irgendwo 3D-Fernseher. Das war natürlich für das Laufkundschaft auch toll, ne? Man konnte hingehen, konnte sich Brille aufsetzen, ein bisschen gucken, auch ohne Brille. Genau, 3D-Fernseher ohne Brille, finde ich interessant. Auflösung zwar gering. Man hat auch das Gefühl, die Gegenstände kommen einem wirklich entgegen wenn man im richtigen Winkel steht. Aber nicht so, dass man sich dann einen Film anguckt. Nee, glaube ich auch. Zwei Stunden lang. Ja, jetzt zu den interessanten Sachen. Was mir mit Abstand am besten gefallen hat auf der Cebit, oder was ich am interessantesten fand, war das Galaxy Tab von Samsung. Wir haben uns das Gerät mal angeguckt. Oh, das ist aber dünn. Ja, das ist natürlich nur der Flyer. Wir haben uns das Gerät mal angeguckt, haben da auch noch zwei separate Videos bei YouTube zu hochgeladen. Auch nochmal vielen Dank an Annika von Samsung, die uns ein ganz tolles Interview gegeben hat. Demo, ja. Und ich bin gespannt auf das Gerät. Wir werden das später nochmal genauer untersuchen, testen, wie auch immer. Aber erstmal vom Formfaktor her, von der Größe, interessant. Und ich würde einfach sagen, guckt euch mal unsere anderen Videos an, die wir dazu gemacht haben. Das ist, glaube ich, echt spannend. Ja, genau. Wir haben ein Heads-on und wie gesagt, das ist Interview. Und das ist gut. Ja, das ist. Tablets waren allgemein natürlich Thema. Ja. Die ganze Welle kam durch das iPad ins Rollen. Genau. Dann haben wir uns auch ein 10-Zoll-Tablet von Arcos angeguckt. Genau. Spielt aber jetzt subjektiv, sage ich das nicht, einfach nicht in der gleichen Liga. Das ist, es funktioniert. Es funktioniert aber auch eher schlecht als recht. Ja. Aber es war auch nur eine Vorversion, also würde ich nicht zu doll darüber urteilen. Ja, das Galaxy Tab aber auch. Ja, und das funktioniert schon ziemlich gut. Ja, das funktioniert sehr gut. Was haben wir uns noch angeguckt? Dann gab es die IFA iZone. IFA iZone, genau. War im Prinzip der Mac-Bereich, ganz klar. Mhm. Der Mac-Bereich. Und natürlich. Schwerpunkt auf Zubehör. Verschiedene, wie soll man das sagen? Zubehörhersteller von Kopfhörern bis Dockingstationen, alles vertreten. Natürlich alles in schickem Weiß. Mhm. Altes iMac-Weiß. Und ja, was hatten wir noch? Bei Toshiba waren wir. Haben wir uns zwei interessante Geräte angeguckt. Einmal das Libretto. Stranges Gerät. Ein seltsames Gerät, ja, eigentlich eine Art Mini-Netbook. Eigentlich müsste man Smartbook nennen. Ja, aber statt Tastatur? Zwei Displays. Ähnlich wie die Studie von Microsoft. Nicht Journal. Courier, genau. Wie die Courier-Studie von Microsoft. Interessant, aber sehr fummelig. Man braucht schon sehr dünne Finger, um das Gerät zu bedienen. Vielleicht haben wir das auch mal in einer der nächsten Ausgaben. Und dann, was ich super fand, das Toshiba AC100. Ich glaube, ja. AC100. 200. Genau. Ein Netbook? Ja. Allerdings ist Netbook, unter Netbook verstehe ich immer noch irgendwie ein Gerät, die alle die gleichen Spezifikationen haben, so ein 10-Zoll-Ding mit Atomprozessor und irgendeine Windows-Starter-Version. Ja. Das Ding war anders, weil das Ding war komplett auf Apps basierend. Auf Android-Basis. Super dünn, super robust vom Gehäuse her. Haben wir auch ein Video zu gemacht. Mhm. Kommt auch noch online. Und das fand ich wirklich gut. Kaum dicker als das iPad, aber trotzdem aufklappbar mit Tastatur. Voller Tastatur.
Ja. Eine Tastatur steuerbar, also die Maus, es war so ein Touchpad dran, ja. Und es war super klein, also man braucht es gar nicht. Man könnte es alles so über die Tastatur steuern. Und also ich habe eigentlich schon genug Devices, aber da komme ich auch wieder ins Schwärmen. Ne? Ja. Ja, wie ging es dann weiter? Warum ich die Eilon eben angesprochen habe, da haben wir Otterboxen gesehen. Oh, Otterbox, eine coole Kiste, kann ich vorher nur aus dem Internet machen, Cases für verschiedene Geräte, vom iPad, iPhone bis zu Blackberry. Genau. Und die sind robust. Also rein theoretisch könnte ich das iPhone jetzt hier... Nein. Könnte ich das iPhone jetzt hier runterschmettern. Hat er auch gemacht. Hat er auch gemacht. Nicht mit unseren Geräten, sondern mit seinen. Und robuste Dinger, da werden wir auch mal einen Outdoor-Test zu bringen. Sehen aus wie iPhone-Cases fürs Militär oder so. Also genau, genau. Man kann die bestimmt auch als Waffen benutzen. Ja. Wenn nichts mehr hilft. Ja, das fand ich auch gut. Und ja, ich würde sagen, das war unser IFA-Fazit. Es gab noch einen Schwerpunkt, wird viel in der Mainstream-Presse darüber berichtet, was diese Smart Home und Connected Living. Haben wir uns überhaupt nicht mit beschäftigt, weil solange jeder da noch sein eigenes Süppchen kocht, ist das für mich. Oder für uns, sage ich mal. Ja, würde ich auch sagen. Also wie gesagt, wir haben viele Videos gemacht, laden die in den nächsten Tagen auch noch alle hoch. Und ja, bleibt dran. Da kommt einiges. Jawohl. Das waren Kalle und Frederik für www.texas.de. Tschüss. Ciao.